Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 128 von Dienstag, dem 1. Oktober 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht's jeden Dienstag um Modeling und NLP und den entsprechenden Blick auf die Welt und alles, was dazugehört. Der Podcast erscheint auf www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcast und auf YouTube, wo du auch kommentieren kannst, was mich freut, was ich immer lese und manchmal auch beantworte. Da fehlt mir bisweilen die Zeit, ich bin ehrlich. Wenn du immer vom neuen Podcast erfahren möchtest, dann abonniere den YouTube-Kanal oder noch besser den Newsletter unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Dann bekommst du außerdem immer auch Dienstag früh einen ziemlich spannenden NLP-Text frisch ins Postfach. Heute geht's um Hass und Hetze und Mord und Totschlag und ähnliche nette Themen in diesem Podcast. Ein Podcast über Hass. Ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass es heute über Hass geht. Und vielleicht hast du dir auch überlegt, was wird er denn jetzt erzählen, der Ralf, unter dem Blickwinkel von Modeling und NLP zum Thema Hass. Und ich gehe mal davon aus, wenn du die letzten Monate nicht unter einem Stein verbracht hast, dass dir das Wort Hass öfter mal begegnet ist, gerne in der Kombination von Hass und Hetze, gegen die wir alle sind und gegen die wir alle was machen müssen, und noch lieber in der Kombination Hass und Hetze im Internet. Und man hat so das Gefühl, dass das scheinbar verboten ist und man das nicht tun darf. Und da kommt schon das Wort, worum es heute geht. Also, würdest du sowas sagen, wie ich tu, hassen? Das ist merkwürdig. Ist Hass ein Verhalten oder was ist es eigentlich? Ich vermute mal, wenn ich dich einfach so fragen würde, würdest du sagen, nö, das ist eine Emotion. Hass ist eine Emotion. Ja, das heißt, dass es strafwürdige Emotionen gibt. Also da fällt einem ja gleich der Schlager ein, kann denn Liebe Sünde sein? Sagst du, Liebe vielleicht nicht, aber Hass schon? Merkwürdig, 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 merkwürdig. Das gucken wir uns mal genau an. Ich fange mal an mit einem kleinen, wirklich, ich bemühe mich mal um einen kleinen juristischen Teil. Ich sage dazu, also ich habe Musik studiert und ich sage jetzt ein paar Minuten was über juristische Themen und ich gehe davon aus, dass da unglaublich viele Fehler drin sind, weil ich bin Kirchenmusiker. Und von daher, wenn du zufällig zuhörst und du dich mit Strafrecht auskennst und dir jetzt gerade sämtliche Haare ausfallen und denkst, um Gottes Willen, was erzählt der denn da, dann freue ich mich über eine Korrektur. Entweder direkt an mich per E-Mail oder am allerliebsten bei YouTube als Kommentar, dann lernen wir alle was voneinander. Und ich sage jetzt mal, was ich verstanden habe. Also ich habe verstanden, bei meiner Recherche, dass wir in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern auch, ein sogenanntes Tatstrafrecht haben. Das heißt, das geht wohl zurück bis zu den Germanen, bestraft wird, und Strafe ist ja eine Idee, die jede Gesellschaft braucht, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man sagt, das gehört sich aber jetzt nicht, ne? Das wollen wir nicht, dass du das machst, darum wird das bestraft. Also unsere Idee von Strafe bezieht sich normalerweise auf das, was jemand getan hat, also ein Tatstrafrecht. Und daneben gibt es dann auch noch historisch, manchmal gilt aber heute eigentlich als Verirrung, ein Gesinnungsstrafrecht. Also da wird einer nicht bestraft, weil er etwas getan hat, sondern weil er ein böser oder schlechter Mensch ist. Und das ist schon relevant auch in unserem Strafrecht, weil es gibt, soweit ich das weiß, nur eine einzige Straftat, wo das im deutschen Strafrecht noch eine Rolle spielt. Und zwar ist das Mord, und zwar im Unterschied zu Totschlag. Mord und Totschlag ganz sehr bestimmt. Und der Unterschied sind halt die Beweggründe, gerne die niedrigen Beweggründe, die bei Mord dann eine Rolle spielen. An diesen Paragraphen arbeitet sich wohl das deutsche Strafrecht jetzt schon seit Jahrzehnten ab, weil der in dieser Form aus dem Nationalsozialismus kommt, aus dem Dritten Reich. Vorher war halt auch so, dass im Grunde war Mord eine Tat, und dann haben die Nationalsozialisten aus irgendwelchen Gründen hier zu weit führen
das geändert und anstelle der Tat den Täter in den Mittelpunkt gerückt. Und seitdem geht es also weniger um die, also damals ging es halt dann weniger um die Tat, sondern mehr um die Frage, wer hat die Tat begangen. Das heißt, je nachdem, wer die Tat begangen hat, wirkt sie unterschiedlich schwer und wird unterschiedlich bestraft. Das ist das Gesinnungsstrafrecht. Und soweit ich weiß, sind Reste davon halt im jetzt momentan bundesdeutschen Strafrecht nur noch bei Mord unterwegs. Daneben gibt es noch ein drittes Thema, das spielt aber hier heute nur eine Randrolle, das ist das Gedankenstrafrecht. George Orwell lässt da grüßen, da würde dann schon bestraft werden, wenn du nur irgendwelche bösen Sachen denkst. Nur mal gucken, wie weit Social Media demnächst geht, ob wir da vielleicht irgendwann hinkommen. Also, es gibt scheinbar böse Sachen, wo man straft, und ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es bestimmte böse Taten gibt. Da geht ja NLP auch mit, selbst mit der NLP-Idee, dass es also keine bösen Menschen gibt, sondern nur böse Taten, dass also hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steht. Das heißt, die Absicht ist immer gut, aber das Verhalten kann sehr gerne schlecht sein. Und das ist ja auch eine Idee, die in der gewaltfreien Kommunikation gehört, auch zur humanistischen Psychotherapie eine Rolle spielt, dass also auch ein guter Mensch Böses tun kann. Das ist so die Idee, in dem dieser ganze NLP, gewaltfreie Kommunikation, Methoden sich bewegen. Und dahinter steht eine Idee, die ich jetzt gerne hier in den Mittelpunkt dieses Podcasts rücken wollen täte. Nämlich, also ich meine, ich sag's mal in den Worten von Hans Feinger, da muss ich eine Fußnote machen. Ben Longrinder haben ja ihr neurolinguistisches Programmieren als Weiterentwicklung des neurolinguistischen Trainings von Alfred Korzybski entwickelt. Und Korzybski war ein Linguist, genauer gesagt ein Neurolinguist, und hat eben deswegen das neurolinguistische Training sich überlegt. Und da haben Ben Longrinder darauf aufgebaut. Das heißt, sie sahen sich da so als linguistische Disziplin. Sie haben aber auch sehr früh sich auf einen Philosophen bezogen, der seitdem den ehrenvollen Titel trägt, das wäre der Hausphilosoph des NLP, und das ist besagter Hans Feinger, 1800 spät bis 1900 früh in der Gegend hat der Mann gelebt. Und der hat ein Buch geschrieben, ich glaube wirklich nur ein einziges, mit dem er aber unsterblich weltberühmt bahnbrechend wurde, und das Buch trägt den schönen Titel »Die Philosophie des Als-Ob«. Und da haben Ben Longrinder ihre Idee von der Als-Ob-Technik so her, und Paul Watzlawick bezieht sich auch drauf. Also der Feinger ist ein sehr spannender Mensch, weil der hat halt als erster das wirklich, nee, nicht als erster, aber er hat halt sehr klar beschrieben, dass manchmal, wenn du so tust, als ob, dann passiert es auch. Also ein Beispiel, was er auch bringt, ist, wenn du nicht so gut gelaunt bist und du tust so, als ob du gut gelaunt wärst, also lachst fröhlich vor dich hin mit entsprechender Stimme, dass dann die Laune oft besser wird. Also so tun, als ob. Fake it till you make it, kennst du ja. Und da schreibt der Feinger in dem Buch, ich habe das wirklich gelesen, da schreibt er einen sehr spannenden Satz zum Thema Strafrecht. Und zwar sagt er, wir tun so, als ob der Mensch frei wäre in seinem Willen und in seinen Entscheidungen, damit wir ihm die Freiheit nehmen können. Den Satz fand ich keck. Wir tun so, als ob der Mensch frei wäre, damit wir ihm die Freiheit nehmen können. Naja, war ganz klar, weil wenn wir sagen, dass die Entscheidungen, was einer macht, nicht frei sind, dann haben wir ja keine Begründung, dem die Freiheit zu nehmen. Also wir sind jetzt beim Thema Freiheit angekommen. Und wenn wir sagen, wir finden es nicht nett, wenn jemand sich ein Fahrrad einfach nimmt, klaut, was ihm nicht gehört, dann ist das eine Tat und die wird bei uns bestraft. Dann ist es ziemlich wurscht, ob ihm das Fahrrad einfach gefallen hat, ob er schnell wohin musste oder ob er seiner Tante schenken will. Fahrraddiebstahl ist Fahrraddiebstahl. Und wir gehen davon aus, und jetzt kommt die spannende Stelle, dass, naja, mein Gott, wenn du nicht bestraft werden willst, dann klau halt kein Fahrrad. Das ist jetzt spannend, ne? Das heißt, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch so ein Verhalten einfach nicht tun kann. Also da ist im Hintergrund eigentlich irgendwie so der Gedanke, dass man Verhalten kontrollieren kann. Jetzt, wenn du mal irgendwann jemals im Leben irgendeine kleine Art von Tick oder Zwang hattest, also manche zupfen sich irgendwo oder kratzen sich irgendwo oder knabbern irgendwo. Das ist so ein ganz häufiges Thema beim Thema zwanghaftes Verhalten. Und also nehmen wir an, jemand zupft sich da irgendwo am Nagel zum Beispiel und du sagst dem dann einfach, mach's doch einfach nicht.
Hör doch auf damit! Ja, bringt nicht viel, unter uns gesagt. Und wenn du der bist, der sich da irgendwo zupft und dir sagt jemand, ja, hör doch auf damit, dann weißt du auch, das bringt nichts. Und wenn du Substanzen brauchst, Zigaretten, sowas in der Richtung, Alkohol, Smartphone, und du hängst zu viel am Smartphone, also stundenlang hängst du am Smartphone, da guckst du irgendwelche niveaulosen Serien auf Netflix, Amazon und Disney und wie die Kanäle alle heißen, und du guckst zu viel von dem Zeug und irgendeiner kommt und sagt, mach das doch einfach nicht. Dann wirst du auch sagen, das sagt sich so leicht. Also ist Verhalten jetzt steuerbar? Aber wenn Verhalten nicht steuerbar ist, ja, wie kann man denn dann bestrafen, wenn einer sagt, ich musste das Fahrrad klauen. Ich hatte keine Wahl. Es war stärker als ich. Ah, komm, du merkst, wir nähern uns dem Gunter Schmidt, der wird gleich noch eine größere Rolle spielen. Es war stärker als ich. Also zum Thema zwanghaftes oder, wie Gunter Schmidt auch so schön sagt, unwillkürliches Verhalten. Also er sagt, es ist ja kein unbewusstes Verhalten in vielen Fällen. Es ist dir ja voll bewusst, dass du zum Beispiel an den Nägeln zupfst. Bewusst ist es dir. Du kannst es nur nicht willentlich steuern. Und da meint Gunter Schmidt, diese Sätze erkennt man oft an einem Ich wollte, aber es ging nicht. Oder andersrum gesagt, ich wollte ja nicht, aber es geschah ganz unwillkürlich. Also, was würdest du davon halten, wenn einer sagt, ich wollte das Fahrrad ja nicht klauen, aber es hat das Fahrrad geklaut? Da würden wir sagen, irgendwie, das klingt jetzt aber jetzt komisch, oder? Also, wenn da einer ernsthaft behaupten würde, er kann das nicht steuern, dann greifen wir fast schon zur Psychiatrie. Das heißt, unsere Idee von einem gesunden Menschen besteht darin, dass ein gesunder Mensch eigentlich sein Verhalten kontrollieren kann. Das ist ein spannendes Thema. Kann ein gesunder Mensch sein Verhalten eigentlich kontrollieren? Und da sind wir jetzt natürlich historisch schon bei Papa Sigmund Freud, weil das war ja im Grunde eine ganz wichtige Idee von ihm zum Thema, was ein gesunder Mensch ist. Dass halt jemand ist, der seine Triebe steuern kann. Also da kommt quasi so ein Trieb, so ein Impuls, oh, ich will das Fahrrad haben. Und dann kommt aber die Stimme des Bewusstseins, das Ich oder sogar das Über-Ich, gern mit strafend mahnender Stimme, nein, du, das tust du nicht, das gehört sich nicht, das ist böse, pfui, bäh, Finger weg von dem Fahrrad. Und dann tut man es nicht. Das heißt, Freud hat ja auch so eine Idee formuliert, dass es in gewisser Weise zum Teil in der Psychoanalyse darum geht, dass jemand nacherzogen wird vom Analytiker, also sozusagen ein Stück Erwachsenwerden noch nachgeholt wird. Und dazu gehört halt, na, Freud ganz dolle diese Triebkontrolle, dass man also einen Trieb zwar verspürt, aber ihm halt nicht nachgeht. Und im Grunde passt das auch gut zum NLP. Also das ist halt dieses Unterbrechen von Reizreaktionsschemata. Da geht es halt auch um Ankern und sowas in der Richtung. Viele Ankertechniken setzen eben genau da ein. Oder wenn man es noch ein bisschen heftiger machen wollte, wäre sowas wie schnelle Phobietechnik, geht auch in die Richtung, dass du auf einen bestimmten Reiz, auf einen bestimmten Impuls, auf einen bestimmten Trieb nicht mehr automatisch reagierst. Das heißt, ein bestimmter Auslöser führt nicht zwangsläufig zu einem bestimmten Verhalten. Ich würde es mal so sagen, das Ziel ist erreichbar. Also es ist jetzt nicht so, dass es dir in die Wiege gelegt wird, dass du es einfach so direkt bekommst, geschenkst, frei Haus. Aber es scheint mir ein vernünftiges Ziel zu sagen, ich lerne mein Verhalten und vor allem meine Impulse so weit zu kontrollieren, dass ich im Großen und Ganzen das mache, was ich machen will und das nicht mache, was ich nicht machen will. Das würde ich sagen, ja, ist vernünftig. Ja, wie sieht es bei der Persönlichkeit, bei der Gesinnung, also wenn wir vom Mord zum Mörder gehen, das kann ich dann jemandem sagen. Also ich kann jemandem sagen, morde doch einfach nicht, und ich würde davon ausgehen, dass 99, ganz viele Neuner das dann auch können, weil sowas tut man einfach nicht. Aber jemand zu sagen, sei doch einfach kein Mörder, das klingt schon so komisch, ne? Das klingt, sei doch einfach nicht hässlich, sei doch einfach nicht böse, sei doch einfach. Also jetzt kommen wir zu Punkt 2, inwieweit kann ich eigentlich meine Persönlichkeit ändern? Und ich mache den Punkt kurz. Wie ich mit NLP anfing, dachte ich, ja, absolut, total, komplett, sei der du willst, also mach was aus dir und Selbstdesign und ähnliche Geschichten. Inzwischen sehe ich das fast komplett anders. Also inzwischen gehöre ich auch zu denen, nach meiner Meinung sogar die Mehrheit, bin ich mir aber nicht sicher,
die sagen, dass es unglaublich schwer ist, nahezu unmöglich, eine Persönlichkeit zu verändern. Also so eine Tests wie Big Five und ähnliches oder auch sowas wie Psychografie, so nach dem Motto, ist man im Laufe des Lebens mal ein anderer Typ? Nein, wenn du Erkenntnistyp bist, bist du Erkenntnistyp und auch das Big Five-Profil ist wohl ziemlich stabil. Und wenn du so viele Kinder hast, dann hast du es vermutlich auch erlebt, dass häufig bekommt man bestimmte Charaktermerkmale schon bei Babys mit. Also ob das jetzt zum Beispiel eher lebhaft oder eher ruhig ist, eher zurückgezogen oder eher extrovertiert. Das sind so Charaktereigenschaften, die bringen die mit auf die Welt und dann sind die auch erstaunlich stabil. Also ich bin inzwischen der Meinung, dass man erstaunlich wenig ändern kann am Charakter, an der Persönlichkeit und dass das nicht nur nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil sogar ganz wunderbar, weil ich meine, hallo, das ist ja zumindest verlässlich, dann weißt du jedenfalls, wie du bist. Denn wenn du dich als Eisbär in der Wüste unwohl fühlst oder als Löwe am Nordpol, ja, das liegt nicht an dir, das liegt nicht daran, dass du ein Eisbär oder ein Löwe bist, das liegt einfach daran, dass du an der falschen Stelle gerade unterwegs bist. Und so sehe ich das, so sehen das auch die meisten Lehrer, denen ich folge. Eine ganz berühmte Quelle dafür ist das Gallup-Institut in seinem bahnbrechenden Werk Erfolgreiche Führung gegen alle Regeln, wo die auch den Führungskräften den Tipp geben, so nach dem Motto, liebe Führungskraft, also Mitarbeiter sind wesentlich weniger veränderbar, als man sich das so denkt. Schulung bringt meistens gar nicht so viel. Der Job einer guten Führungskraft besteht darin, den Platz zu finden, an dem dieser Mitarbeiter mit diesen besonderen Qualitäten und Fähigkeiten aufblüht, weil du damit halt das Äffchen in den Baum setzt oder den Fisch ins Wasser plumpsen lässt. Also da fühlen die sich halt wohl und andersrum. Der Fisch im Baum und das Äffchen im Wasser sieht halt nicht so günstig aus. Das heißt, ich glaube, dass Persönlichkeit und Charakter sehr stabil sind und die Lebensaufgabe eher darin besteht, herauszufinden, wie bin ich eigentlich und was passt zu mir im Sinne von Ort, andere Menschen, Tätigkeit und so weiter und so fort. Aber ändern kann ich da gar nicht so viel, nach meiner Meinung. Und jetzt gibt es den mittleren Bereich, hast du schon gemerkt, wir haben angefangen mit dem Tatstrafrecht. Das war quasi eben zwei, Verhalten, was tut jemand. Jetzt waren wir ganz kurz bei der Persönlichkeit, könnte Gesinnung mit dazugehören, Ebene 5. Und jetzt gehen wir in den mittleren Bereich, also vor allem Ebene 4. Emotionen, Gedanken, Fantasien, Triebe und so weiter und so fort. Also ich meine, dass Emotionen nicht stabil sind, ist schon klar. Die ändern sich ja im Laufe eines Tages und es kommen auch alle möglichen verrückten Ideen. Wie ist es denn damit? Kann man die steuern oder kann man die nicht steuern? Ich habe mal ein Buch in die Hand bekommen, da stand der Satz drin, das Buch richtete sich an frische Eltern. Da stand drin, es ist normal, wenn sie ihr Kind aus dem Fenster werfen wollen. Es ist nicht normal, wenn sie es tun. Und damit ist im Grunde alles gesagt zu dem Thema. Ich habe es nochmal auf eine andere Art gefunden bei Gunter Schmidt, der mich ja zu diesem Podcast sehr inspiriert hat, der halt auch meinte, wenn er zum Beispiel, er hat da wohl mal konkret mit einem Mann gearbeitet, der handgreiflich geworden ist gegenüber seiner Frau, also gegenüber der Frau dieses Mannes, nicht gegenüber der Frau von Gunter Schmidt. Und dann meinte Gunter Schmidt zu diesem Mann, es ist komplett okay, wenn sie ihre Frau schlagen wollen. Es ist komplett nicht okay, wenn sie es tun. Und dann meinte Gunter Schmidt zu uns, und das ist für mich der Satz dieses Podcasts, du kannst deine Impulse, Triebe, Gedanken und Fantasien nicht hundertprozentig steuern. Das geht einfach nicht. Aber du kannst lernen, ihnen nicht nachzugehen oder nur dann nachzugehen, wenn du es möchtest. Aber Gunter Schmidt meinte, Leute, die sich versuchen, bestimmte Gedanken, bestimmte Fantasien zu verbieten, dass die sozusagen auf dem Weg in ein tiefes Unglück sind, weil es einfach nicht geht. Und vielleicht warst du mal katholisch oder sowas in der Richtung, also so ein bisschen eine Art von kirchlicher Erziehung, die man eigentlich sonst nur aus irgendwelchen schlimmen Filmen und schlimmen Büchern kennt. Da, gerade Ohrenbeichte, Beichtstuhl als Katholik, als junger Katholik, da muss man auch sagen, dass man unzüchtige Gedanken gehabt hat und nicht gut. Also ich glaube, es ist da eine gute Absicht dahinter, wie man das mal irgendwann eingeführt hat, über sowas zu reden. Aber deswegen nicht gut, weil, mal ganz platt gesagt, wenn ich mir in der Nase bohre und irgendwelche Leute stört, dass ich mir in der Nase bohre, dann
kann ich mit einem vertretbaren Aufwand lernen, mir nicht in der Nase zu bohren. Wenn ich als junger Mensch bestimmte unzüchtige Gedanken habe, habe ich exakt null Chance, diese Gedanken nicht mehr zu haben. Das geht einfach nicht. Und das war die wichtige Botschaft von Gunter Schmidt, dass wenn du versuchst, diese Gedanken, Fantasien, Impulse, Gefühle dir zu verbieten, wenn du den Anspruch erhebst, dass du dafür sorgen müsstest, dass das nicht innerlich auftaucht, dann bist du dabei, dich kaputt zu machen. Du bist dabei, dich zu ruinieren. Es geht nicht. Wobei, Fußnote, wahrscheinlich geht's. Also ich glaube, wenn du 20 Jahre meditierst im buddhistischen Kloster, dann wirst du auch lernen, dass bestimmte Gefühle, Fantasien, Gedanken und so weiter und so fort nicht mehr kommen. Dann bist du durchmeditiert. Aber für normale Menschen mit einem normalen Leben und auch mit einem normalen Einsatz in ihrer Persönlichkeit wäre mein Tipp, vergiss es. Du kannst es nicht kontrollieren. Also wenn du es nicht kontrollieren kannst, dann genieße es. Hey, hallo, das ist kostenlose Freakshow innen drin, Horrorfilm, Sexfilm, was immer du da innen drin, also Kriminalfilm abspielt. Was. Du kannst ja auch nicht kontrollieren, was du nachts träumst. Ich habe den Satz bei Egon Friedell mal irgendwann gefunden, wo er meinte, es wäre so ein sinnloser Satz, irgendjemand zu sagen, du hast falsch geträumt. Also es gibt bestimmte Dinge, wo das Wort richtig und falsch was von komplett in die Fehlermeldung führt. Was soll das sein? Du hast falsch geträumt. Ja, das hättest du nicht träumen dürfen. Es gibt ja auch den Witz, wo nachts die Frau aufschreckt, ihren Mann weckt, den knufft und sagt, wenn ich noch einmal davon träume, dass du die Nachbarin küsst, dann kannst du was erleben. Also das ist Quatsch. Das weißt du genau, dass das nicht geht. Du kannst nicht kontrollieren, was du träumst. Du kannst lernen, innerhalb der Träume dann im Klartraum das zu beeinflussen. Aber wenn bestimmte Ideen kommen, wenn bestimmte Gedanken kommen, wenn bestimmte Inspirationen kommen, kannst du ja nichts dagegen machen. Also auch bei Emotionen. Und von daher, es ist völlig normal und menschlich, dass du jemanden umbringen willst. Es ist nur nicht normal und auch überhaupt nicht okay, wenn du es tust. Und die beiden Sachen nicht zu unterscheiden, das halte ich für sehr schlimm und für sehr gefährlich, weil du dann sehr viel Energie vergeudest an der Stelle, wo es dir nichts bringt. Und da gehört natürlich auch Hass rein und die anderen als negativ benannten Gefühle. Also es ist völlig in Ordnung, wenn du irgendjemand gegenüber Hassgefühle erlebst. Das gehört zum Menschsein mit dazu. Es ist nicht in Ordnung, wenn du diesen Hassgefühlen folgst und sie in Verhaltensweisen, gerade wenn sie unüberlegt und im Affekt kommen. Also ich glaube, mit diesem Gegenhass und Hetze, das ist ein Unterschied, weil Hetze ist ein Verhalten, wenn da wirklich einer was tut. Aber Hass ist eine Emotion. Und in dem Augenblick, wo du davon ausgehst, dass es verbotene Emotionen gibt, Emotionen, die du eigentlich nicht fühlen solltest, bist du auf einer ganz gefährlichen, abschüssigen Bahn. Von der würde ich dir abraten, auch dir selber gegenüber. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn dieses Podcasts ist die Frage, was von dir an positiven und negativen Sachen, an erwünschten und unerwünschten Sachen, kannst du eigentlich ändern? Und um die drei Bereiche nochmal zu sortieren und in der NLP zu übersetzen, ich glaube, es ist schon anstrengend genug, sein Verhalten zu, ich schrecke zurück vor dem Wort, kontrollieren, beeinflussen, steuern, manchmal zu stoppen. Also das ist eine Aufgabe, die beginnen deine Eltern mit dir zu machen. Bei Kleinkindern, bei Babys und Kleinkindern ist das mit der Impulskontrolle oft ein bisschen schwierig, aber man lernt das im Laufe der Zeit. Jeder kann das, weil sonst würden die Leute, ich sage jetzt nicht, was die sonst machen würden, aber okay, also jeder Mensch kann seine Impulse und Triebe und ähnliche Sachen kontrollieren. Die Frage ist halt nur, wie weit? Also wo endet das und wo beginnt das? Aber das ist schaffbar. Es ist wirklich schaffbar. Und da haben wir im NLP auch vernünftige Ansätze. Wir haben großartige Techniken, um mit zwanghaften, unerwünschten Verhalten umzugehen. Und wenn es darum geht, erwünschtes Verhalten zu erzeugen, ja, ein bisschen New Behavior Generator, ansonsten Solution Focus Brief Therapy, die Methode von Steve DeShays und Inso Kimberg. Also da kannst du wirklich gute Sachen machen, bis hin zur Phobietechnik, wo irgendwelche Verhaltensautomatismen, die einem oft das Leben echt schwierig machen, dann einfach innerhalb von 5 Minuten abgestellt sind. Großartiges Zeug. Das geht. Du kannst dein Verhalten weitestgehend beeinflussen. Auf der anderen Seite des Spektrums ist die Persönlichkeit. Da wäre mein Tipp, lerne damit zu leben und lerne dich so zu lieben, wie du bist, weil die Chance, dass du dich da groß änderst, ist sehr überschaubar. Das sind eher Nuancen, das sind Feinheiten, das sind Details, die man da ändern kann. Aber im Großen und Ganzen kannst du davon ausgehen, du bist so, wie du bist und du bist wunderbar. Du musst noch rausfinden, wo. Also
wo gehörst du hin? Das ist die Geschichte vom hässlichen Entlein. Also auch ein sehr archetypisches Thema, dass jeder Mensch auf seine Art ganz großartig und wunderbar ist. Da kommt der Humanismus mit rein, da kommt auch natürlich mit rein die Idee vom Wert eines jeden Menschen, von der Würde eines jeden Menschen, also ein zutiefst auch christlicher Gedanke, sogar alttestamentlicher, als Geschöpf Gottes, zu sagen, jeder Mensch ist unendlich wertvoll und gut und toll und wunderbar. Und darum müssen wir da nicht groß dran rumbasteln. Das war damals auch eine NLP-Grundannahme, die mich wirklich am Anfang sehr für das NLP eingenommen hat, dass das einfach als gesetzt gilt im NLP. Und dann gibt es diesen spannenden Zwischenbereich, da geht es um die Emotionen, um die Fantasien, um die Gedanken, um die Impulse, was da so alles Mögliche kommt. Und das ist in meiner Wahrnehmung so eine Art innerer Dialog. Da kommen Gedanken, du kannst darauf antworten, da kommen Gefühle, du kannst damit umgehen, da kommen Impulse, Fantasien und Ideen und du kannst sie genießen, du kannst sie steuern, du kannst sie mitmachen innen drin, wenn schöne Fantasien sind. Also das ist halt das Kopfkino, mit dem man sehr viel Spaß haben kann, aus dem man sehr viel Inspiration gewinnt und wo es, glaube ich, sinnvoll ist zu lernen, dass man sehr bewusst wählt, welchen Impulsen man folgt und welchen man nicht folgt. Das ist sozusagen die Impuls- oder Triebkontrolle. Da bist du wieder im Verhalten, das ist schaffbar. Wenn du dich verurteilst, und damit kommen wir wieder zurück quasi zum Strafrecht, wenn du dich selbst verurteilst für Dinge, die du denkst, für Dinge, die du fühlst, für Fantasien, die dich überkommen, dann, ach du liebe Güte, mach das lieber nicht. Du wirst im Unglück enden, wenn du diesen Weg gehst. Also geh ihn nicht, sondern nimm dich, wie du bist und freu dich an deinem Kopfkino. Vielleicht läuft da innen drin bei dir eine bessere Serie als Netflix, Amazon Prime und Disney zusammen hinbekommen, wo du sagst, es ist unglaublich, ich muss mich nur einen Augenblick hinsetzen, die Gedanken schweifen lassen und innen drin beginnt Sex and Crime auf die hervorragendste Art und da spart man sich doch die Streaminggebühren im Monat, weil man das einfach im Kopf hat und man es eben dann einfach nicht tut, weil man hat es ja innerlich getan. Ja, das war's für heute mit dem Thema Hass. Nächste Woche geht's ums Thema Leben am 8. Oktober. Ah, spannend, wa? Kannst du mal überlegen, was glaubst du, was ein NLPler und Modelliermeister zum Thema Leben sozusagen hat? Viel größer geht das Thema ja nicht. Das war's mit dem Hass für diesen Dienstag. Ich freue mich, wenn du auch nächsten Dienstag wieder einschaltest bei diesem Podcast. Voller Liebe, Glück und Leidenschaft und anderen schönen Emotionen. Danke dir fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.